to Satsang. Freiheit. Friede. Stille. Ja, falls es jemand zu mir zieht, der Stuhl ist frei. Namaste. Ich habe keine Frage. Ich würde gerne mit dir einfach in die Stille noch mehr abtauchen, wenn es geht. Ich merke, wie ich Schwierigkeiten habe, loszulassen. Ja, versuch nicht loszulassen. Wenn hier sind ja viele Gedanken und Empfindungen gerade. Ja? Hm. Und du kannst mal gucken, was übrig bleibt, wenn du die Aufmerksamkeit nicht zu den Gedanken, Gefühlen oder Empfindungen bringst. Also nicht die Gedanken loslassen oder die Gefühle loslassen oder die Empfindungen, sondern einfach gucken, was bleibt, wenn die Gefühle, Gedanken und Empfindungen keine Aufmerksamkeit bekommen. Was bleibt dann? Nichts. So, und das, was dann bleibt, ist nichts. Das kannst du jetzt mal erforschen. Wie ist das? Brauchst mir nichts sagen, ne? Du kannst es einfach für dich erforschen. Aber wenn du was sagen möchtest, kannst du das auch gerne. Das, was ganz Großes, mich umhüllendes und
dann kommt der Gedanke, das festhalten zu wollen oder das immer haben zu wollen. Okay. Kein Problem. Der Gedanke kann ruhig kommen. Viel tiefer liegt das Erkennen, dass das dich die ganze Zeit umhüllt. Und irgendwas festhalten zu wollen, was sowieso immer da ist, ist ja irgendwie eine komische Idee. Ne? Mhm. Und diese Idee kommt, weil wir so konditioniert sind, ja, die Vergangenheit als Referenzpunkt zu nehmen. Deswegen erscheint diese Idee, das soll immer da sein. Ne? Mhm. Dabei ist dein Erleben gerade, das ist immer da. Und wir trauen oft nicht unserer eigenen Wahrheit, unserem tatsächlichen Erleben. Wir sind häufig so konditioniert, dass wir anders sein sollten. Besser, tiefer, stiller, erleuchteter, wacher. Alles, was man so hört. Aber dies ist nichts, was da übrig bleibt. Kennst du irgendwas, was stiller ist als das? Mhm. Ich auch nicht. Ich habe wirklich gesucht. Für dieses Nichts. Gibt es irgendwas zu tun dafür? Aufhören, das andere zu tun. Schau mal, ob das stimmt. Musst du wirklich aufhören, das andere zu tun? Nee, eigentlich nicht. Aber vielleicht eher das andere sein lassen und keine Beachtung schenken vielleicht. Schau mal nach, ob dieses Nichts weggeht, selbst wenn du überhaupt keine Leistung dafür bringst. Also denk ruhig mal und fühl und empfinde und schau mal, ob wenn die Welt trotzdem hier ist, ob diese Stille oder dieses Nichts geht. Nee, bleibt. Bleibt. So, und jetzt versuch mal mit Absicht, diese Stille loszuwerden. Mal mit aller Absicht. Das ist schwierig. Also es ist schwierig, das loszuwerden, ne? Für immer zu behalten, ist überhaupt nicht schwierig. Fühlt sich jetzt richtig gut an.
Trotzdem ist da jemand, der mir immer noch reinspricht. Bildest dir das ein? Machst dir was vor? Den auch nur reden lassen, oder? Ja, du kannst ja mal gucken, ob du der Stimme glauben willst. Ich denke, das ist auch eine Frage der absoluten Wahrheit. Ich kann die ja noch gar nicht beurteilen. Ich auch nicht. Ich glaube, da gibt es auch keinen, der das beurteilen kann. Zwar viele, die sich anmaßen, das zu tun, aber die absolute Wahrheit kann niemand beurteilen. Schau nur einfach für dich immer wieder, hier jetzt, ob das, was still ist, das, was bleibt, ob das irgendwo hingeht. Nee, im Moment wird es immer größer. Ja. Das ist wie anfangs in dem Einstimmungssong hier gesagt wurde, ja? Die Liebe ist an jedem Ort. Egal, was die Stimme sagte. Und was ist Erwachen? Ein blödsinniges Konzept. Du hattest aber viele Bücher geschrieben. Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Viele, viele, viele Bücher. Teilweise auch noch so, dass es abgestuft wird in verschiedene Stufen oder verschiedene Schritte zum. Mhm. Aber aus der Weisheit, die dir gerade zur Verfügung steht, wie viele Schritte sind notwendig? Ich weiß ja nicht, wo das Erwachen ist. Das ist es. Du bemerkst, dass das, was bleibt, still ist. Das ist übrigens das, was du bist. Das heißt, das, was wahrgenommen wird, zum Beispiel der Mensch, bleibt ja nicht. Das bist du ja nicht. So, und zu erkennen, dass das, was bleibt, das ist, was du bist. Das ist das sogenannte Erwachen. Das ist easy. Das ist das gerade. Hm? Aber es ist ein komisches Konzept. Weil wir denken, da ist jemand, der erwachen könnte. Oder da ist jemand, der erwacht ist. Das ist die Konditionierung. Warum, wenn das so einfach ist, sind das nicht alle Erwachte? Das frage ich mich auch manchmal.
Schau nochmal für dich. Du hast ja vorhin gesagt, das wird immer größer, ne? Mhm. Schau mal jetzt, wie groß ist es? Wo hört es auf? Da kann ich keine Grenze. Keine Grenze. So alles, was du, von dem du Grenzen erkennen kannst, taucht da drin auf. Ne? Mhm. So, jeder Mensch, der hier sitzt und auch der hier nicht sitzt, ist da drin. Mhm. Dass dieses Erleben gerade stattfindet, ist keine Leistung, die du oder ich vollbringst, keine Energieübertragung oder irgendwas. Ein, zwei geschickte Fragen und dumm, die Aufmerksamkeit ist da. So einfach ist es. Keine 7 Schritte oder 3 oder 18. Es ist so einfach. Ich kann nichts dafür. Ich hatte kürzlich einen Satsang, da war jemand da, der hat mir dann erzählt, was er alles schon gelesen hatte. Wow, alle. Von Nisargadatta, Ramana, Bhagavad Gita und Gangaji, Ilai, also alle durch. Und jetzt schrieb er mir letztens eine E-Mail und sagte, wieso hast du mir eigentlich nicht gesagt, dass ich dein Buch kaufen soll? Und dann habe ich gesagt, bei den vielen, die du schon gelesen hast, habe ich gedacht, nee. Sagt er, ja, aber in deinem Buch, da steht's drin. Okay. Was steht da drin, was in den anderen nicht steht? Ja, wie einfach es ist. Und das brauchst du nirgendwo, das brauchst du nirgendwo mehr zu lesen oder zu lernen. Das weißt du. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, oder ich meine, die erzählen das ganz anders. Da kommt der große Bang, da kommt das große, ja. Irgendwas zweifelt da jetzt in mir noch ganz stark. Lass deine Aufmerksamkeit nochmal dahin kommen, zu dem, was bleibt. Und sprich mal ein bisschen darüber, über das, was bleibt. Das ist der entspannendste Zustand, den ich überhaupt kenne. Es ist beruhigend, es ist nährend, es ist ja so, dass man sich reinlegen möchte und sich geborgen fühlt. Andere Worte habe ich gerade keine. Wunderschön. Das ist das Einzige, was sicher ist.
Und je nachdem, wie die Vorerfahrung ist, für manche ist es dann ein Knall, für manche ist es ein Schock, für manche ist es unheimlich, für manche ist es, ach, fließend. Und Zweifel ist eine Fähigkeit, die gibt es einfach. Das kann das Gehirn. Zweifel hat auch eine gute Kapazität. Ja? Durch die Fähigkeit des Zweifelns können wir überprüfen, was nährt uns und was nährt uns nicht. Wo kann ich Ja sagen und wo sage ich lieber Nein? Das ist eine wunderbare Kapazität. Aber schau mal, ob du das anzweifeln kannst, was bleibt. Nee, das nicht. Ja. Darf ich dazu noch was sagen? Ich hatte verschiedene Erlebnisse in den letzten 10, 15 Jahren, die immer wieder für Momente da waren und dann wieder weggingen. Und das fühlte sich ganz anders an als jetzt. Also wenn ich jetzt vergleiche, natürlich ist es im Kopf, ist mir klar. Das waren zwei Erlebnisse, wo ich gedacht habe, ich möchte sterben. Also sterben muss schön sein. Die waren so tiefgreifend. Oder körperliche Symptome, wo ich im Spiegel was gesehen habe, was ich gar nicht war. Das ging dann aber auch wieder weg. Und das, was ich jetzt empfinde, dass dieses Geborgensein und dieses dieses große Gefühl, nee, ist kein Gefühl, dieses Große, unterscheidet sich aber trotzdem um Klassen davon. Und deswegen kommt der Zweifel. Wie würdest du die Unterscheidung beschreiben? Was ist der Unterschied? Die ersten beiden waren überwältigend, die Erlebnisse, die ich da hatte. Wirklich überwältigend. Und das andere, das war jetzt, ist noch gar nicht so lange her, das war so zwischen schockierend und, oh Gott, was ist das denn? Ich weiß aber aus dem Lesen der Bücher, dass es in die Richtung gehen kann oder geht. Und das hier ist jetzt total ruhig und gar nichts. Also, Entschuldigung, das ist nicht despektierlich gemeint. Ganz anders halt, ganz anders. Bin ich dazu sehr im Kopf? Nee, du beschreibst wunderbar. Ich stimme dir vollkommen zu. Es ist nichts Besonderes. Ne? Es ist deine wahre Natur. Das, was du bist. Und was waren die anderen Dinge? Die anderen, das waren starke Erfahrungen. Erlebnisse gehörte zu den Empfindungen oder Gefühlen oder Gedanken. Während das, was bleibt, damit gar nichts zu tun hat.
dadurch, dass deine Aufmerksamkeit dahin kommt und bemerkt, wow, dafür gibt es nichts zu tun, keine Leistung zu vollbringen, erzeugt dann diese Gefühle von oder diese Empfindungen von Stille, Ruhe, Gelassenheit, Entspannung. So, das ist was, was kommen kann und gehen kann. Ne? Aber das, was bleibt, das bleibt. Das war noch nie weg. Und damit endet auch die Suche nach ekstatischen Erlebnissen. Vielleicht bleibt da noch so eine gewisse Schwungkraft, weil wir oft denken, wir brauchen ekstatische Erlebnisse, um zu erwachen. Es kann sein, dass es noch ein bisschen schwingt. Aber das, was du gerade hier erlebst und siehst, das kannst du nicht mehr löschen. Das ist das Ende. Oder der Anfang. Das kann man mit dem Kopf, kann ich das nicht verstehen. Das ist okay. Ja, ich auch nicht. Ist okay. Verstehen ist nur so ein kleiner Teil. Was genau kannst du nicht verstehen? Ich kann gar nichts verstehen. Ich bin total neben. Gerade ich verstehe gerade gar nichts. Ich höre zwar deine Worte, aber ich verstehe sie nicht. Okay, was willst du denn verstehen? Eigentlich will ich alles verstehen, aber das ist mein. Ich bin sehr strukturiert und muss alles wissen. Aber ich kann es. Im Moment fehlt mir da. Ja, geht nicht. Das, was bleibt, gibt es eine Notwendigkeit, das zu verstehen? Nee. Das ist einfach. Was mache ich jetzt damit? Weiter meditieren jeden Tag, so wie gehabt. Wie Gott. Ich komme mir vor wie im Lala-Land gerade, Entschuldigung. Im Lala-Land. Bisschen blöd, aber glücklich. Ja. Ja, das kann süchtig machen. Das ist jenseits vom Verstehen. Und das Verstehen müssen
das verstehen wollen, um zu wissen, ist eine alte Konditionierung. Ne? Einfach zu wissen, ohne zu verstehen, das ist so ein, hä? Es ist, irgendwie geht es doch gar nicht, aber es ist dein Erleben gerade. Ne? Ja. Wenn du es vergisst, da hinten liegen meine Karten, kannst du eine mitnehmen, steht meine Telefonnummer drauf. Ich erinnere dich gerne wieder. Und meditieren passiert entweder oder nicht. Aber meditieren, um was zu erreichen, tue ich nicht. Ich bin gerne in der Stille. Ja, ja. Und danke für die Einladung am Anfang. Ja, die Einladung, die du mir gegeben hast. Ich will gerne mit dir still sein. Also ich habe es gerade beinahe nicht mehr ausgehalten, hier zu sitzen. Und zwar war das, weil ich mir vorgenommen habe, ich habe vorher das Buch gekauft und das hier im Satsang von dir signieren zu lassen oder so. Und es war vorher so, dass ich es aufgeschlagen habe und da kam dann etwas, was einfach so gepasst hat. Irgendwie hast du da gefragt oder geschrieben. Wenn du denkst, dass du leuchtet bist, dann versuch mal eine Woche mit deinen Eltern auszuhalten. Und ich habe Schwierigkeiten, eine halbe Stunde auszuhalten mit meinen Eltern. Und das Paradox bei unserer Konstellation ist, dass wir bis vor 3 Jahren noch aufeinander gehockt sind. Und ich jetzt erst seit 3 Jahren beginne, das zu hinterfragen und zu verstehen und mein Herz der Freiheit zu öffnen. Was kann ich jetzt für dich tun? Du tust schon sehr viel für mich im Moment. Und meine Aufgabe, so fühle ich es, ist im Moment erwachsen zu werden. Das heißt, Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt komme ich drauf, dass es darum geht, Verantwortung für die Gefühle zu übernehmen. In erster Linie. Und nicht im Außen irgendwas zu erreichen. Den nächsten Fortbildungsschein machen, damit der Papa zufrieden ist. So. Sondern dass es darum geht,
mit dem, was mich so drückt, das nicht wegzumachen, sondern zu fühlen. Und es fällt mir im Moment ganz schwer. Und jetzt spüre ich das auch, wenn ich da sitze. Diese Angst, die sich ausdrückt in Form von Hebeligkeit und die Flucht nach vorne. Und wenn dir in dem Zusammenhang irgendwas einfällt, was mir Erinnerung sein kann und was mir helfen könnte bei meinem Erwachsenwerden und du das da reinschreiben möchtest, dann wäre ich dir sehr, sehr verbunden. Wenn das so sein soll, keine Ahnung. Vielleicht dann in der Pause nachher? Ja. Als du gerade über die Angst gesprochen hast und es ausgesprochen hast, was erlebst du dann hier jetzt? Also hier auf diesem Stuhl spüre ich vielleicht noch 40% Angst. Und da drüben war es sehr viel höher einfach. Also ich spüre eine Linderung von dieser Energie, die scheinbar negativ ist, ja, was sie ja überhaupt nicht ist. Und die ist mir auch scheinbar schwer macht, den Augenblick zu. Okay, wo erlebst du das gerade, diese scheinbar negative Energie? Im Bauch, was du da so hingefasst? Und ich habe hier einen Punkt, der schon sehr viel besser geworden ist. Die Bauchspeicheldrüse, und auch das hängt mit Prägungen zusammen. Und lass ruhig mal die Hand da liegen. Und erleb mal kurz, was du bemerkst, wenn du die Hand da liegen spürst. Ist das eher ein bisschen angenehm oder ein bisschen unangenehm? Also ist eher angenehm, auf jeden Fall. Okay. Dann lass doch einfach mal das, was da drunter ist, unter der Hand, sich ein bisschen ausdehnen. Nach oben, nach unten. Ohne dass es anstrengend wird. Sie einfach ein bisschen ausdehnen lassen. Es fühlt sich traurig an. Traurigkeit. Ja, lass es sich ruhig ausbreiten, bis in die Beine, wenn es möglich ist, und in die Arme, in die Schultern. Du bist immer noch da, das merkst du ja. Und erzähl mir ein bisschen, was erlebst du, wenn sich das ein bisschen ausdehnen darf? Also ich spüre Wellen, also von der Intensität her,
von der Stärke der Traurigkeit, keine Ahnung. Und ja, es scheint mir zu gelingen, dass es sich scheint sich auszubreiten im ganzen Körper. Kannst auch die Hand mal kurz wegnehmen. Die linke. Ja. Also wenn ich mich nicht darauf versuche zu konzentrieren und es zulasse, dass der Raum weiter wird, verändert sich die Energie. Dann verändert sich die Energie. Erlaub dir ruhig auch immer wieder den Körper mit einzubeziehen. Ne? Der weite Space ist wunderbar und schön, aber lass die Erdung mit dabei und das wird dir helfen. Du sagtest vorher, dass ekstatische Zustände nichts irgendwie, oder dass Erleuchtung mit ekstatischen Zuständen so nichts zu tun hat, oder diese Einheitserfahrung, und das ist auch ein wichtiger Hinweis, den ich mitnehme. Danke dir.
in meiner unmittelbaren Umgebung, sprich in meiner Familie, geht es momentan etwas dramatisch zu. Da gibt es Burnout eines meiner Kinder. Und gerade gestern hatte ich jetzt erfahren, dass die Tochter wiederum ihre Beziehung gelöst hat. Auch schon zum wiederholten Male. Und das hat irgendwie Rückwirkungen auf mich gehabt. Oder eigentlich beschäftige ich mich da schon seit geraumer Zeit damit, mit der Beziehung zu meiner Frau. Und die Defizite, die es da gibt. Kurzum, ich wollte da jetzt nicht Familiengeschichte erzählen, aber habe heute Nacht schlecht geschlafen und wenig geschlafen. Und ich hatte heute Nacht einen großen, großen Schmerz gefühlt. Einfach über die Situation und war den Tränen nah, aber konnte nicht weinen. Und ich habe einfach einen Riesenschmerz gefühlt. Und es ging eine Weile und ja. Der Schmerz, weil vieles halt nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Und es ist ja schon dramatisch irgendwie. Aber auch irgendwo war mir auch dann klar, am Ende, mehr so gegen Ende, dass es ja auch gut ist. Also ich wäre nicht der ich bin, wenn es nicht so wäre. Und wie kann ich das jetzt alles so mit Satsang in Einklang bringen? Das geht jetzt gerade so mir durch den Kopf. Das kannst du nicht mit Satsang in Einklang bringen. Aber du kannst vielleicht sehen, dass Satsang damit schon vollkommen im Einklang ist. All das, was hier gerade geschieht, egal was es ist, ja, Gedanken, Gefühle, Empfindungen, mehr passiert hier ja letztendlich gar nicht, geschieht ganz von selbst. Überprüf kurz mal, ob das stimmt. Ja, es geschieht von selbst, aber es hat ja Ursachen, okay, die in der Vergangenheit liegen. Genau. So, in dem Fall vom Burnout hat dein Sohn irgendwann nicht die Kapazität wirklich entwickeln können, Ja zu sagen zu dem, was nährt, und Nein zu sagen, was nicht nährt. Und hat, weswegen auch immer, zu vielem Ja gesagt, was eigentlich Nein ist. Und nicht auf seine inneren Zeichen gehört. Und das führt zum Burnout. Deine Tochter hingegen sieht, dass ihr die vorige Partnerschaft nicht gut getan hat und hat sie beendet. Wunderbar.
Weil in der Partnerschaft zu bleiben, die nicht gut tut, kann auch den nächsten Burnout erzeugen. All das geschieht ganz von selbst. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Empfindung. Wenn wir das sehen können, kann irgendwas entspannen in uns. Wenn etwas entspannt in uns, dann ist es viel einfacher, die Dinge, die uns anspannen, unter die Lupe zu nehmen und anzuschauen. Und es ist wunderschön, wie du sprichst, ja, diesen starken Schmerz, der da war, und aber nicht die Fähigkeit, drüber weinen zu können. Das, all das geschieht, ne? All das taucht auf. Und da ist noch der Wunsch da, dass es gut wird für alle. Aber das liegt nicht in deiner Kapazität und nicht in meiner. Dieses Annehmen, das fällt mir etwas schwer. Ist durch die Dramatik begründet auch. Also was fällt dir schwer anzunehmen? So viele Dinge schieflaufen einfach. Oder ich meine, dass sie schieflaufen. Vielleicht komme ich da näher. Ja. Manchmal müssen wir uns alles Mögliche kreieren, damit wir mal einen Moment Pause machen. Und beim Burnout gibt es keine andere Möglichkeit mehr. Pause. Und Pause zu machen ist nicht verkehrt. Ist nicht, da läuft nichts schief. Was schief gelaufen ist, ist nicht vorher bemerkt zu haben, mal Pausen zu machen. Aber da kann man nichts dran ändern, ne? Das ist passiert. Ich höre dich, ich spüre dich, ich fühle dich. Ja? Du wolltest was sagen? Ich füge das alles in die Stille ein, möglichst ohne Bewertung. Das ist schon so. Das ist schon alles eingefügt in der Stille. Und da ist gar kein Ich, was es einfügen kann. Das ist eine Idee. Das ist eine Überlebensstruktur, die dein Gehirn erschafft. Und dein Gehirn versucht die ganze Zeit eine Relation zu finden zu dem, was hier erlebt wird. Wo bin ich in
Relation zu dem, was hier passiert. So, das erzeugt diese Idee von Ich. Aber wenn du genau hinschaust, ist all dieses hier schon längst eingefügt in die Stille. Schau, wenn du für einen Moment mal die Gefühle, Gedanken und Empfindungen außer Acht lässt mit der Aufmerksamkeit, schau mal, was bleibt. Ich würde es als Stille bezeichnen. Satt ist es, was bleibt, ja, die Wahrheit. Sang ist die Begegnung. Fügt sich gerade in den Satsang. Ja? Nicht der Satsang fügt sich in das. Das, was bleibt, das ist das Wesentliche, das ist die Essenz von allem. Ne? Es kann schwierig sein, in schwierigen Situationen das aufrechtzuerhalten. Wie Sie jetzt gerade eben bei mir sind. Was ist schwierig aufrechtzuerhalten? Die Stille. Okay. Gib du mal eine Antwort? Schau mal selbst. Ich habe ja nicht gesagt, die ist immer da, sondern du. Hm? Du hast gesagt, das, was bleibt, ist die Stille. Hm? So etwas aufrechterhalten zu wollen, was bleibt, das ist so ähnlich, wie wenn du jetzt versuchst, dich hinzusetzen. Hm? Geht nicht. So, das, was du beschreibst, ist ein Versuch, wegzukommen von der schmerzhaften Erfahrung. Ne? Und dein Verstand übersetzt es so und sagt, das ist schwierig, die Stille aufrechtzuerhalten. Irgendwas in dir will weg von dieser Erfahrung. Und das ist schwierig. Das ist anstrengend. Ne? Und das ist, was die meisten von uns irgendwie sich abgeguckt haben, ja? Gelernt haben. Wir haben das gelernt, ne? Zu versuchen, weg von der Erfahrung zu kommen. Aber die Stille ist immer hier. Die bleibt. Das heißt also, in der Erfahrung ruhig drin bleiben. Nicht weglaufen.
und zu wissen, du hast nie irgendwas falsch gemacht. Oder du hättest auch nie irgendwas anders machen können. Keiner hier. Weil wir können ja sehen, die ganzen Gedanken, Gefühle, Empfindungen laufen ganz von selbst. Ne? Und das, was bleibt, macht nichts. Es ist einfach nur. Wenn wir die Idee haben und glauben, ich hätte was anders machen müssen, dann fangen wir sofort an zu leiden. Aber die Erfahrung, diese schmerzhafte Erfahrung, tut dir nichts. Und je mehr die Kapazität wächst, da anwesend zu bleiben, desto mehr Spaß macht's. Wie klingt das gerade in deinen Ohren? Mit anderen Worten, was erlebst du? Tja, eigentlich sage ich mir, es kann gar nicht anders sein. Also alles ist so zu lassen, wie es ist. Ist trotzdem verrückt, dass ich immer wieder versuche, irgendwie dagegen anzukämpfen. Jetzt gerade? Nein, jetzt gerade nicht. Nimm dir einen kleinen Moment Zeit, das zu bemerken. Ach ja, jetzt gerade nicht. Und versuch ein bisschen nachzuverfolgen, was dann in deinem System passiert, wenn du bemerkst, ach ja, jetzt gerade nicht. Und während du das ein bisschen nachspürst, erzähle ich dir ein bisschen was. Wenn sich was für uns bedrohlich anfühlt, dann macht sich einfach auf genetischer, biologischer Ebene das System bereit für einen Kampf. Weil die Bedrohung muss bekämpft werden. Wenn sie nicht bekämpft werden kann, dann muss ich flüchten. Das ist ein automatischer Mechanismus, der hier passiert. Deswegen ist in der Vergangenheit dieses Kämpfen passiert, ne? Weil das als Bedrohung erkannt wurde. Jetzt konntest du aber nicht dagegen kämpfen und auch nicht flüchten. Also die nächste Variante, die bleibt, ist, sich totzustellen, ne? Das sind Mechanismen und da können wir gerne mal in einer Einzelsession dran arbeiten und uns das angucken. Es geht letztendlich darum, für dein System zu erkennen, dass die Bedrohung vorbei ist. Da ist keine. Aber für dein Nervensystem zeigt sich das so, deswegen versucht es zu kämpfen.
das wichtig für mich, dass du sagst, das jetzt zu begreifen oder zu erfahren, dass die Bedrohung eigentlich vorbei ist. Das ist der Kernsatz. Ja. Das ist dann die Entspannung und die Freiheit davon. Danke. Schon bei der Angst sehen. Wo sitzt sie an? Angst allein. Achso, so. Ja, das mit der Angst da, was er gerade vorher gesagt hat, das hab ich auch. Angst alleine zu sein, wo sitzt sie da an? Und ja, genetische Fluchtprozesse, was du gesagt hast, das, oder? Oder körperliche Chemie und dann passiert das. Wo kommt das her? Naja, das Leben ist designed zu leben und zu überleben. Und diese Organismen hier leben ja, also versuchen sie zu überleben. Und damit sie überleben, müssen sie erkennen, was eine Bedrohung ist, was eine Gefahr ist und sich dagegen einstellen, irgendwie kämpfen oder abhauen oder so tun, als wäre ich nicht da. Ne? So, das läuft automatisch ab. Das ist keine Sache, die wir bewusst entscheiden. Man kann ja nichts machen. Nee. Das Einzige, was du machen kannst, ist hier und jetzt zu überprüfen, ob hier gerade eine Bedrohung ist. Natürlich nicht. So, und wenn du erkennst, dass hier natürlich keine Bedrohung ist, schau nochmal genau nach. Ich meine, man weiß nie. Guck mal, da unter der lila Decke. Nee, da brauche ich nicht googeln. Okay. Nee. Ja. Nein, da ist nichts. Ist irgendwo da innen oder so. Okay, schau mal da innen, ob da innen irgendwo eine Bedrohung ist. Hä? Nein. Nein, nichts. Keine Bedrohung. Nee, ich weiß nicht. Das ist gut, ja. Das ist wirklich gut zu gucken. Also hier außen hast du schon mal keine gefunden? Nein, das weiß ich. Ja. Das liegt in mir. Wo liegt's? Das ist eine gute Frage. Hm. Ah, im Herz. Im Herz. Ja, das ist so ein Winkel. Der will sich nicht öffnen. Was ist da? Ein Winkel. Ein der Winkel. Will sich nicht öffnen. Hm. Ja, das, Stück oder so. Das ist schon vollkommen okay, dass sich der nicht öffnen will. Hm? Das hat seine Berechtigung. Echt? Ja. Okay, da bin ich normal. Okay, gut. Okay. Okay. Mhm. So, der und jetzt? Ja, und jetzt? Das ist meine Frage. Deine schwitzige Hand. Okay. Nee, aber jetzt ohne Scheiß, was mache ich? Ist es schlimm gerade hier? Ist ein bisschen unangenehm. Okay. Schon ein bisschen komisch. Okay. Aber hab schon mehr ausgehalten. Mhm. Oh, Jesus, echt, was mache ich da? So, du
du schau auch mal nach. Was soll ich? Schau mal nach. Okay, also ich guck mal. Hier und jetzt. Und nichts nachsagen, was die anderen gesagt haben. Selber schauen. Ich mach Scheuklappe. Was bleibt, wenn du die Aufmerksamkeit nicht auf die Gedanken, Gefühle und Empfindungen richtest? Ach, das ist wie so ein... Das ist wie so ein Loch oder so ein Kreis, wo mich runterzieht. Und da will ich gar nicht nach. Ist Gott sei Dank bloß klein. Das ist nicht so groß, aber... Ja. Und was bleibt, wenn das Loch verschwindet? Das geht nicht weg. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das weggeht. Was bleibt, wenn du die Aufmerksamkeit nicht auf das Loch richtest? Okay, das kann ich probieren. Das mischt sich immer wieder ein, das geht nicht. Wunderbar, du siehst, es kommt und geht, ne? Es kommt und geht, es mischt sich immer wieder ein, kommt und geht. Aber du hast auch bemerkt, dass es mal für einen Moment verschwunden ist. Und es kommt immer wieder, ja? Und geht. Aber irgendwas bleibt. Es ist immer präsent. Aber es ist nicht weg, aber... Das mischte ich noch nicht so viel ein, sagen wir mal so. So klar. So. Ich will es aber weghaben. Geht nicht, oder? Das ist das, was die Schwierigkeit ausmacht. Ne? So irgendwas, was eh kommt und geht. Wenn wir versuchen, das weghaben zu wollen, macht irgendwas in uns das fix. Was überhaupt nicht fix ist. Ja? Und dann versucht irgendwas, das loszuwerden, was schon gar nicht mehr da ist. Ja? Und das Spiel spielen wir oft bis zum Tod. Ja? Oder bis zum Tiefschlaf. Man muss nicht so ganz so dramatisch machen. Das heißt, ich muss mit dem der ganze Zeit leben, mein Leben lang. Ja. Ah, danke. Super. Okay. Ja, solange das Leben da ist, musst du mit dieser Welt leben. Ja, kein Problem. Geht nicht anders. Aber das, was bleibt, wenn die Welt weg ist, das ist das Wesentliche. Das ist das, was du bist. Und das ist sowieso allein. Weil es gar nichts gibt außerhalb von dem. Aber alles, was überhaupt jemals erscheint, kommt und geht. Egal, ob es ein Loch ist oder egal was, ist damit verbunden. Das heißt, es ist gar nicht allein. Was? Es ist gar nicht allein. Es ist das Loch oder wie? Alles. Das, was du bist. Ne? Weil du hast ja gesagt, ich habe ja die Angst vorm Alleinsein. Ja, und jetzt demzufolge ist scheißegal, weil wenn ich eh sterbe, wenn ich eh allein, also was brauche ich Angst an, wenn ich allein bin. Kann man nachvollziehen, aber im Herz kann ich das nicht so. Das geht nicht so, ohne weiteres, aber... Wie ist es denn gerade im Herz? Bitte? Wie ist es denn gerade im Herz? Okay. Ja, das ist schon manchmal besser und manchmal, das fängt mir dann wieder ein und dann überlagere es und du es wieder weg und dann kommt es wieder. Das so ist wie die Vergangenheit, ja?
Ja, so wie du sagst, das kommt schon immer wieder und geht dann auch wieder weg. Und was bleibt? Was bleibt? Wie muss ich? Was bleibt? Ja, du hast jetzt von dem gesprochen, was kommt und geht, es kommt immer wieder und geht, immer wieder kommt, geht. Und ich frage, was bleibt denn? Ha, im Prinzip gar nichts. Und das gar nichts, was bleibt. Schau mal, wie das ist. Gefühl. Das will ich nicht so denken. Das habe ich akustisch noch verstanden. Ich sage, das macht mir ein Druck, ein enge Gefühl. Das möchte ich nicht so denken. So, was dann ist, wenn nichts mehr bleibt oder dann noch im Tod oder so. Nee, ich habe gefragt, was bleibt. Nicht, was ist, wenn nichts mehr bleibt. Ach so, okay. Habe ich falsch verstanden? Nee. Okay. Also wie ja, das würde mir auch enger machen. Wie? Das würde mir auch enger machen. Nee, hier jetzt, ja? Hier bleibt irgendwas. Was? Von dem nämlich Tag, das, was du gesagt hast, ja? Eigentlich überhaupt nichts. Ja. Ja. So, das bleibt. Aber das ist auch schon was. Ja. Wir können nur nichts darüber sagen. Ne? Deswegen sagt unser Verstand überhaupt nichts. Ne? Und unser Verstand strickt sich dann gleich noch die Story, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also sage ich mir, komm du noch, du gehst auch wieder und ich warte, oder? Ja, du bleibst. Ne? Und ich bleib, okay. Ja. Und es wird schon richtig kommen. Es ist schon richtig. Ja, es geht halt manchmal besser und manchmal weniger, gell? So wie das halt so ist. Okay, cool. Ja. Also, was ich jetzt mitnehme, wird nicht nervös, warte einfach und es wird alles gut, oder? So. Da steckt noch so ein Wartemodus drin. Ne? Wenn du darauf wartest, dass alles gut wird. Nee, mir muss egal sein, das habe ich schon kapiert. Nee. Auch nicht? Was denn? Du kannst erkennen, dass alles gut ist. Jetzt. Dann brauchst du nicht mehr warten, dann braucht dir auch nichts scheißegal sein. Dann ist es so. Und es geht nur um hier, jetzt. Sobald du die Vergangenheit mitnimmst und dich darauf beziehst, taucht diese Angst auf. Das heißt im Gegenzug aber auch das, was mir nicht gefällt, dem Hier und Jetzt, muss ich ändern. Sonst kommt es nämlich auch das Gefühl, oder? Schau doch einfach mal nach, was dir nicht gefällt, gerade hier, jetzt. Hier ist okay. Hier ist schon okay. Aber daheim muss ich es auch ändern. Nee, aber daheim ist Vergangenheit. Ne? Hanoi? Das Hanoi. Kommt morgen. Ja. Nein, das stimmt so nicht. Das Morgen, das kommt morgen, entsteht nur aus der Vergangenheit. Das verstehe ich nicht. Mm. Wie kann das sein? Das passiert doch erst. Schau mal jetzt nach, ob du jetzt weißt, was gleich passiert.
Nein. Gibt es irgendjemanden hier, der jetzt weiß, was gleich passiert? Pause. Okay. Das sagt mir aber, dass es nicht immer alles so ist, wie du das sagst, dass es manchmal auch anders sein kann. Oder? Was sage ich denn, wie alles ist? Dass das nicht immer so eintreffen muss, wie man denkt. Genau. Okay. Danke. Stille.